Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hand of Fate. Wir haben eine Mitfahrgelegenheit gefunden und nutzen die, um uns in den nächsten Teil des Abenteuers zu begeben. What brings you to play the game? Ha, I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Ja, wir können nicht reden. Wenn wir könnten, würde ich, aber so geht das halt nicht. Wir sind einfach nur der stumme Beobachter. Und wir können im Kreis laufen. Die Frage ist, wo ist die Treppe? Wenn wir Pech haben, ist sie jetzt beispielsweise hier und dann müssen wir die ganzen Rationen zurücknutzen, um dorthin zu kommen. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen mal nach links, beziehungsweise nach oben. Oh, und treffen auf einen wütenden Mob. So quick to anger. That's what makes them a mob, really. Pöbel! Während du dich der Kleinstadt Hexenjagd näherst, marschiert ein wütender Bauernmob auf dich zu und stellt dich zur Rede. Das Rattenvolk hat uns alles weggegessen. Wir sind am Verhungern und verlangen Essen. Gib ihnen die Hälfte deiner Ration, gib ihnen nichts, versuche dem Mob auszuweichen. Du machst auf dem Absatz kehrt und entfernst dich von dem Mob. Packt ihn, ruft jemand. Benutze deine Frosthauerwaffe, um sie zu verlangsamen und renn weg. Magische Kälte schwappt über die Menge hinweg. Während du deine Magie wirkst, vor Kälte erstarrt, können die Bauern kaum mehr tun, als deiner kleinen werdenden Gestalt hinterherzusehen. Wir entkommen. Huh. Und begeben uns ja. Und kommen zu den Rattenmenschen. Schön. Ja. Gut. Dann halt hier lang. Du begegnest zufällig einer Gruppe Jäger der Rattenmenschen. Bereite dich auch vor, dich zu verteidigen. Der Geber zieht eine Monsterkarte und wir ziehen viermal Pest. Mäh. Das wird unschön. Aber knuffig sehen sie schon so ein bisschen aus. So. Plague by name and plague by nature. Eins für die Waffenfähigkeit, the rats okay. Leave behind a deadly toxin. Okay, das war unser Spezialangriff mit der 1. Okay. Da können wir sie mal ganz kurz zu einem Gefrierblock machen. Die sind ganz schön muskulös für ein paar Ratten. Ne, Sixpack haben sie. Nicht schlecht für so eine Ratte. Puh, du findest einige Rationen bei den Leichen der Ratten. Oh Gott sei Dank. Immerhin, 3 sind's. Unser Fehltritt ja schon fast wieder weg. Der Feuertiegel. A crucible to heat and purify the flawed metal. You, in this case. In diesem Fall bist du das fehlerhafte Metall. And a token if you succeed. Wir können wieder ein Siegel bekommen. In der Stadt Stiegal. Befindet sich der einzige sichere Übergang über den Fluss Ernst. Jetzt wird's ernst. Jedoch gewährt man nur denjenigen Abenteurern Durchgang, die durch den Feuertiegel gelangen. Im Feuertiegel wirst du zur Unterhaltung der Bürger von Stiegtal gegen Monster kämpfen. Was tust du? Betrittst du ihn? Versuchst du, den Fluss zu durchschwimmen oder den Bürgermeister zu bestechen? Wir betreten den Feuertiegel. Du wirst in eine Arena geführt. Wähle deine Gegner mit Bedacht, ruft ein Mann aus der Menge. Ich hab auf dich gewettet. Achso. Ich will gegen... Moment. Schädel? Staub? Wir nehmen Staubtypen. Puh. Wir dürfen es sogar behalten. Staub ist, glaube ich, besser als Schädel, weil wir haben jetzt nicht den heiligen Hammer, sondern den Frostdingens.
Bam! Und es geht ziemlich schnell. Da haben wir sie niedergemetzelt in der Arena. Ich hoffe, es bleibt bei der einen Runde. Wow, voll die vielen Gäste, die hier zugucken. Er hat allein drauf gewettet und zahlt sich selbst die 5 Euro. Du hast diese Runde überlebt. Nun beweise dich erneut. Die Menge erwartet deine Entscheidung. 4-mal Pest oder 3-mal Staub? Wir nehmen die Pest, oder? Komm, wir legen uns mit der Pest an. Vielleicht gibt es dann extra Sachen, wenn wir auch mal ein bisschen mehr wählen und nicht immer den leichtesten Weg gehen. Der eine ist in die Scherben hereingelaufen anscheinend. Okay. Ist nur noch der hier draußen. Bin getroffen. Ich warte darauf, dass die mir hier kommen. Hör auf, nach mir zu werfen, du kleiner Bastard. Bam! Knapp. Vor den Füßen. Ging nochmal die Speerspitzen hoch. Glück gehabt. Der Feuertiegel. Nachdem du den Feuertiegel überlebt hast, wirst du unter Jubel durch die Stadt geführt und darfst dein Abenteuer fortsetzen. Einige Bauern werfen dir Münzen zu. Du hast mich reich gemacht, Krieger. Hier, nimm mein ganzes Gold. Der Geber zieht dir 4 Goldkarten. Das Zeichen gehört jetzt dir. 15. 20. Nice. 15. Wir brauchen unbedingt einen Laden, so wie ich das sehe. Ganz, ganz dringend einen Laden. Ja! Und wir kriegen sogleich einen. In einem schattigen Hain. Ja, wir gehen natürlich hinein. Ein gegrüßt, Reisender. Hallo! Und wir gucken mal, was es da zu kaufen gibt. Ich hoffe doch was Nützliches. Gegenstand kaufen. Die flinken Manschetten erhöhen die Bewegungsgeschwindigkeit des Trägers. Was haben wir noch? Den riesigen Hammer. Sometimes form follows function and vice versa. In this case, it's called a huge hammer. You take a guess. Während du fortlaufende Angriffe aneinander reißt, erhöht sich dein Schaden enorm. Drücke dir eins, um eine mächtige Explosion freizusetzen. Boah, das klingt gut. Ich glaube, den nehmen wir. Den kaufen wir. Ja, und wir möchten ihn auch gleich ausrüsten. Was willst du damit machen? Kämpfen in erster Linie. Und wir kaufen noch die Manschetten, weil wir echt schnell sein müssen wahrscheinlich dann auch. Mit so einem schweren Ding. Kampfbereit! Yay! Ein Schild brauchen wir nicht. Können wir noch irgendwas verkaufen? Die alte Axt hier zum Beispiel. Verkaufen wir mal. Dahinter ist noch der heilende Ring, ein Schild. Nö. Gut. Reicht erstmal. Wir kaufen noch Rationen, einfach weil wir es können. Für 30 Münzen, ja. Wir sind zwar teuer, aber wir haben es nun mal sicher. Und wir verlassen. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir nochmal teilen müssen oder sonst irgendwas, haben wir 22 Rationen dabei. Selbst wenn wir nochmal hin und her müssen oder sonst was, passt das. Treppen. Ja, so ist es nämlich. Ich möchte hier die zwei noch mitgehen. Wir kehren um. Du wendest dich von der Treppe ab und erkundest die Gegend weiter. Weil hier geht jetzt nochmal 1, 2, 3, 4 Rationen drauf. Nur um zu gucken. Und wir gehen nochmal mit Rattenmenschen. Bereite dich darauf vor, dich zu verteidigen. 4 Pest. Huh, aber wir haben jetzt einen anderen Hammer. Wir sind jetzt ausgerüstet. Wir überspringen mal wieder alles. Messerwerfer Ratten hier. Die sind halt jetzt sehr langsam durch den Hammer. Aber eben auch stark.
Bam, bam, in dein Gesicht. Okay. Das war's auch schon. Hurra. Die haben Giftpfeile, kann das sein? Aber wir haben kaum Schaden genommen. Wir sind einmal ein bisschen angekratzt worden. Haben aber nur 3 HP verloren. Du säufst, als du dir die Körper untersuchst und nichts findest. Gäbe es nur einen Weg, etwas gegen diese Rattenplage zu unternehmen? Vielleicht, wenn man jemanden dafür bezahlen könnte. Und wir kommen an den reisenden Juwelier. Hohe Preise, aber wir gehen mal zum Laden, vielleicht findet sich trotzdem was. Gucken kann man ja mal. Nur gucken, ne? Nur kurz gucken. Man kennt es ja von den Frauen. Nur mal kurz gucken und dann wird dann der halbe Laden leer gekauft. Gegenstände kaufen. Okay, das ist wirklich sehr teuer. Teuer und ja, es sind eh nur so eine Zauber. Gut, dann nicht. Dann sind wir hier durch. Und laufen. Zack. Zack. Zur Treppe hinunter. Descend ever deeper. Wir nehmen die Treppe nach unten. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, wann wir jetzt weitergespielt haben. Aber ich glaube, die Zeit ist schon wieder rum, kann das sein? Wann haben wir aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Ich hoffe, die Folge ist jetzt nicht zu kurz. Wenn doch, entschuldigt bitte. Aber ich würde einfach mal behaupten, wir sehen uns in der nächsten Folge. Von daher, bleibt dran. Bis dahin. Macht's gut.